Dies ist jetzt der zweite Teil zu Topologiebetrachtungen auf CAD-Objekten. Ich habe jetzt mal als Beispiel genommen eine Figur, die entsteht, indem man aus einer Box hier einen Kegel rausschneidet und dann entsteht sowas. Und da gibt es genug Sachen, die man betrachten kann. Dazu zunächst mal Folgendes. Ich brauche dazu zwei Begriffe, um das alles zu beschreiben. Und ich habe dann neue Namen genannt, damit man keine Verwirrung zu den alten hat. Und diese Namen verwendet sonst keiner. Da kann man darüber diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht. Das erste ist Folgendes. Wenn ich diese Fläche und diese Fläche hier sehe, dann weiß ich, dass die entstanden sind aus ursprünglich einer ebenen Fläche von dem Quader, also von dieser Fläche hier oben drauf. Solche Flächen, die quasi die gleiche Basis haben, also das gleiche Surface drunter liegen haben, denen gebe ich einen Begriff, die gehören zum gleichen Garten. Ein Garten ist quasi ein Surface und in diesem Garten können jetzt verschiedene Flächen oder Beete liegen. Und es gibt in der Topologie jetzt verschiedene solche Gärten. Es gibt diese Ebenengärten, da gehören zum Beispiel diese beiden Flächen, die gehören zu einem Ebenengarten. Und diese Fläche und diese Fläche und diese hier, diese drei, die da innen drin sind, die gehören zu einem Garten, der auf einer Kegeloberfläche liegt. Also ein Kegelgarten wäre das. Es gibt da noch Sphärengärten und es gibt noch Zylindergärten und es gäbe auch noch Biespleingärten. Das ist das Erste. So, das nächste ist ein Begriff Zaun. Dort, wo zwei Gärten zusammenstoßen, entsteht ja eine Kante und solche Kanten, die gehören jetzt auch wieder zu Kurven. Zum Beispiel ist es so, dass hier unten diese Kante, die hier und die hier drüben, die gehören alle zu einem Kreis. Diesen Kreis, das ist eine Kurve und da habe ich jetzt den Begriff dafür genommen, Zaun. Man könnte da auch Grenze, Borderline oder sowas sagen. Ich nehme jetzt einfach mal Zaun. Und wir haben woanders auch solche Sachen. Zum Beispiel diese Kante hier und diese Kante hier. Die waren ursprünglich eine durchgängige gerade Linie, liegen also auf diesen geradlinigen Zaun. Zäune können jetzt auch wieder klassifiziert werden. Es gibt einfach die klassischen Kurven, das heißt eine gerade oder Linie. Es gibt Kreise, Ellipsen. Das ganze Kegelschnitt-Geraffel, also Parabel, Hyperbeln. Ja, und am Ende natürlich auch wieder Biespleins. Biespleins später. So, jetzt wäre die Sache, ich möchte jetzt einfach mal das wieder darstellen in der Datenbank. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist einfach, dass ich alles mal rüberschaufle in die Datenbank. Die Datenbank ist also jetzt am Anfang. Einfach mal hier leer. Alle Objekte, die es gibt, ist momentan nichts drin. Und der erste Schritt wäre, ich hole die Struktur rüber und aktualisiere die Sicht. Und dann habe ich diese drei Objekte. Und wenn ich das jetzt ein zweites Mal mache, dann habe ich hier die Abhängigkeit. Also, wir sehen jetzt hier den Effekt der Cut. Die Schnittmenge hängt ab vom Cone und von der Box. Gut. So, das nächste, was ich jetzt mache, ist, dass ich jetzt als nächstes für das Cut-Objekt, also für diese Figur, die wir gerade sehen, die Topologie in die Datenbank übernehme. Dauert jetzt einen kleinen Moment.
So ist jetzt alles drüben. Hier sind die entsprechenden Cypher-Befehle, die da ausgeführt werden. Und ich gehe jetzt einfach mal rüber und sage jetzt, wie sieht es jetzt hier drüben aus? Also mal hier einfach mal, zeig mir alle Objekte an. Da ist schon mächtig was los. Diese Objekte liegen jetzt alle hier drin, ohne ihre Verknüpfung. Und jetzt wäre die ganze Geschichte, wie war das jetzt mit diesen Gärten? Das heißt, ich schaue mir jetzt einfach mal die Gärten an, die es gibt. Und da sehen wir Folgendes. Der Cyberbefehl ist also, gib mir alle Objekte vom Typ Garten an und dazu die Objekte, die damit verbunden sind. Und die Gärten sind jetzt diese kleinen blauen Punkte. Die blauen sind die Planangärtner, Plane Garden. Und dieser kleine gelbe Punkt ist ein Cone Garden, also konischer Garten. Und wir sehen, der Cone Garden hat jetzt drei Flächen. Die habe ich vorhin auch mal im CAD gezeigt. Die drei konischen Flächen sind diese, diese und diese. Dass hier drüben zwei sind, das ist eben die Besonderheit, dass ja diese Sphären, Konus und Zylinder immer noch so eine Nabel-Nabe hier haben, dass die an einer Stelle mit der gleichen Kante zusammenstoßen. Das muss man einfach in der Geometrie hier so akzeptieren. Das ist so. So, und das andere ist, wir haben jetzt hier mehrere planare Gärten mit jeweils einem Beet drin, mit einer Fläche. Und es gibt hier einen planaren Garten, der hat zwei Flächen, nämlich Plane 3 und Plane 7. Und das sind die beiden hier. 3, das sieht man auch hier, Phase 3 und hier ist Phase 7. So, das sind also die Gärten. Mache ich wieder zu. Jetzt kommt als nächstes die Zäune. Was sind die Zäune? Die Zäune sind also jetzt Verbindungen oder Kurven, auf denen Verbindungs- oder Begrenzungskanten liegen. Mache ich jetzt auch mal, führe ich aus. Und nichts passiert. Ach so, ich muss dann hier noch eine kleine Berechnung machen. Ich habe jetzt, das ist neu zum nächsten Video, es gibt jetzt noch eine Methode, die mir diese Zäune ausrechnet. Machen wir das mal. So, hat er gemacht. Also auch hier wieder die Befehle dazu. Und jetzt sehen wir die Zäune und ihre Kanten. Also, was sehen wir? Das geht jetzt nur um dieses Endprodukt. Wir sehen zunächst einfach mal hier zwei Zäune, die Hyperbel haben. Wir haben hier eine Hyperbel, die zu einem Zaun gehört, und wir haben das gleiche hier ein zweites Mal. Das sind die hier. Hier haben wir diese Kante, und diese Kante liegen auf einer Hyperbel. Das ist nämlich die Stelle, wo der Kegel diese Ebene schneidet. Das ist ein ganz normaler Kegelschnitt, und das sind also Segmente aus ein und derselben Hyperbel. Die würde jetzt quasi hier drin so weitergehen und hätte dann hier oben auch noch einen Ast, mathematisch gesehen. Und das andere, die andere Hyperbel liegt hier drüben, und die hat auch zwei Kanten, die dazu gehören. Das sind also die beiden. Dann haben wir hier zwei lineare Zäune mit jeweils zwei Strecken dazu. Das sind also hier drüben, das ist einmal das und das und dieses und jenes. Und jetzt macht den Cone wieder weg. Und das dritte, was wir haben, sind Kreise. Also hatte ich vorhin auch schon mal angedeutet, es gibt zum Beispiel hier oben ein Kreissegment, hier ein zweites und ein drittes. Alle drei liegen auf demselben Kreis. Und das ist dieses Bild hier. Eins, zwei, drei Kreisteile, Kreisbögen gehören zu einem Kreiszaun. Und wir haben das gleiche nochmal unten am Fuß. So, das wären also jetzt die Grenzen. Gut, jetzt machen wir die nächste Frage auch noch. Führe ich auch einfach mal aus. Die nächste Frage ist, zeige mir die Zuordnung des Gartens zur Shape. Und da ist es jetzt einfach so, dass wir jetzt sehen, wir haben also das Cut-Objekt, wir haben jetzt hier die Flächen.
Wir haben zu den Flächen die Gärtenobjekte. Hier wieder den Effekt zwei Ebenen. Das sind die oben auf dem Dach. Die gehören zum gleichen Garten hier oben. Und hier haben wir die drei Konusobjekte. Das wäre also jetzt die erste Stufe. Okay. So. Okay, jetzt geht es weiter. Das ist natürlich ein riesenkompliziertes Bild, dass ich nämlich auch all diese Flächen habe, die nur zu einem Garten gehören. Mit der Frage hier könnte ich jetzt mir ausgeben lassen, ich möchte nur die Gärten sehen, die wirklich auch mindestens zwei Flächen haben. Also die nicht ganz trivial sind. Und starte ich auch mal und da sehen wir, in dem Fall haben wir genau zwei solche Gärten. Wir haben diesen Planarengarten mit den beiden Flächen und wir haben den konischen Garten mit den drei Konusflächen. So, dann machen wir in dem ganzen Projekt weiter. Wir gehen wieder rein und suchen. Wir nehmen jetzt als nächstes den Konus dazu. Also wir nehmen den Kegel und nehmen diesen Kegel in das Objektmodell auf, in die Betrachtung. Und wir nehmen auch die Zaunbeziehungen mit auf. So, und schauen uns das Ganze jetzt neu an. Also hier unten auf die Frage verzichte ich mal. Ich gehe mal wieder auf diese, zeige mir alle Gärten an und die dazugehörigen Flächen. Und führen wir es aus. Und da sehen wir jetzt, dass also hier etwas mehr passiert ist. Und zwar interessiert uns gerade mal hier innen drin dieser Konusgarten. Und da sehen wir, es gibt also hier die Geschichte, dass diese drei Konusflächen, die wir jetzt hatten im Endprodukt, alle drei abhängig sind von dem Kon 1 vom ursprünglichen Kegel. Die basieren darauf. Ich habe also auch diese Beziehung based on. Das heißt, ich habe hier eine Entwicklungsgeschichte drin und kann mir das alles anzeigen. So, und gehen wir zu den Zäunen über. Wie sieht es mit den Zäunen jetzt aus? Also, jetzt hier, wir wiederholen das. Und wir sehen jetzt hier, hat sich auch was getan, und zwar sehen wir hier bei den Kreisen, habe ich also jetzt hier einen Zaun, das sind drei Kreisbögen aus dem Endprodukt drin und hier der ursprüngliche Kreis vom Cone liegt hier auch dabei. Der ist also neu dazugekommen. Das habe ich einmal unten und ich habe hier auch den Effekt, dass also Linien vom Cone jetzt in Beziehung stehen zu einer Linie vom Cut-Objekt. Und das schauen wir uns an. Was ist das? Das ist jetzt der Effekt, wenn ich den Cone ausmache, dann gibt es hier drin, oder umgekehrt, fangen wir erstmal an. Der Konus hat hier eine Gerade. Das ist die einzige gerade Linie, die der Cone hat. Und diese Linie, die gibt es auch hier beim Endprodukt. So, und das ist genau diese Stelle. Die Linie vom Konus wird die Linie, diese Linie vom Cut. Alle anderen Linien, die wir hier haben, die sind einfach anders entstanden. Die haben ihren Ursprung in der Box. So, ich nehme diese Frage hier nochmal und aktualisiert die nochmal. Und jetzt sehen wir also diese Abhängigkeiten. Wir sehen eben im Cut diese beiden Ebenenflächen, die da durch Schnitt der Deckfläche von der Box entstanden sind. Und wir sehen hier das Abhängigkeitsbild, die drei Konusbestandteile vom ursprünglichen Konus abhängig mit dem gemeinsamen Garten, den wir hier haben. Gut, dann dritte Runde, wir nehmen die Box hinzu zum Modell, Box aufnehmen und die Kanten analysieren und wir gehen wieder zurück und wir gehen wieder nach unten
Also, wir schauen uns das Bild an. Wir haben also hier die Gärten. Ich aktualisiere jetzt. Jetzt kommen die Gärten von der Box dazu. So, und jetzt sehen wir im Wesentlichen, dass es hier Änderungen gibt. Hier ist eine Ebene verändert worden. Hier ist eine Ebene, nämlich diese hier in zwei Teile aufgespalten worden und hier ist auch eine Ebene geändert worden. Also wir haben zwei Änderungen und eine Aufspaltung. Wir schauen uns das hier in dem Modell an. Diese Vorderfläche hier, also das hier vorne, hat sich geändert. Da fehlt nämlich jetzt drin dieses Segment. Das gleiche haben wir auf der Rückseite. Und die Fläche, die wir hier oben hatten, die hat sich zerspalten in zwei Teile. Das ist also dieses Bild hier. Alles andere ist im Wesentlichen so geblieben, wie wir es vorher hatten. So, wie ist es mit den Zäunen? Also, wir wiederholen das. Und wir sehen jetzt hier auch, hier ist also eine Boxlinie, eine Kante zerlegt worden in zwei. Und hier ist eine zweite Boxlinie zerlegt worden in zwei. Das sind jetzt die hier vorne. Das ist einmal diese Linie hier. Die hier vorne lang geht, ist zerhackt worden und die andere hier hinten ist zerhackt worden. So, die andere Linie kommt hier vom Cone, die hatte ich vorhin schon mal gezeigt. Und alles andere ist einfach erhalten geblieben und auch sonst hat unsere Box hier keinen Einfluss auf irgendwas. Okay. Hier nochmal, gehen wir auf dieses Bild nochmal ein. In diesem Bild hatten wir die Zuordnung der Gärten mit ihren Flächen zu den einzelnen Flächen. Hier wurde das ursprüngliche Bild, wir hatten nur das Cut drin. Ich wiederhole jetzt diese Abfrage und jetzt haben wir also den Cone. Wir haben die Box und wir haben hier Cut und jetzt können wir es einfach mal runterziehen. Also hier unten haben wir diese Entwicklung der Konusfläche. Hier haben wir die Modifikation von Flächen. Die beiden Flächen sind modifiziert. Diese Fläche ist erhalten geblieben. Diese Fläche ist erhalten geblieben. Da haben wir noch eine dritte, die erhalten geblieben ist. Und hier haben wir eine, die aufgesplittete Fläche. Eine Fläche wird zu zwei Flächen. Beim Cone bleibt eine Fläche, also eine Fläche fällt weg. Das ist der Deckel. Der ist überhaupt nicht mehr da. Das sieht man jetzt hier oben. Also diese Fläche hier, die taucht ja bei dem Cut nicht mehr auf. Die hängt also hier in der Luft. Und die andere Fläche, die wandert jetzt runter. So. Okay. Dann, was nochmal zu zeigen wäre, also hier das vereinfachte Bild, es wird nur Modifikationen drin haben, wiederholen wir auch nochmal. Das ist ja eigentlich das, was uns eher interessiert. Uns interessiert nicht der Gesamtbestand, sondern uns interessiert bei einer Modifikation, was hat sich geändert. Und das wird durch diese Abfrage hier sichtbar. Also eigentlich der Trick ist, zeige nur die Gärten an, die wenigstens zwei Flächen haben. Also Flächen, die sich nicht ändern, sollen hier gar nicht angezeigt werden. Und dann haben wir die ganze Geschichte, wir haben die Abhängigkeit und alles da. So, das ist jetzt der ganze Trick. Entscheidend ist jetzt auch, was ist jetzt die Information, die in diesen Gärten drin steckt oder in den Zäunen. Das ist einfach ein kurzer Schlüssel aus maximal 10 Zahlen, mit denen ich solche Objekte eindeutig identifizieren kann. Also zum Beispiel kann ich einen Kreis identifizieren aus der Eigenschaft Lage, Position, das sind drei Werte, aus der Eigenschaft Achsenrichtung, das sind nochmal drei Werte und dem Radius. Und da bin ich bei 7.
Bei anderen Objekten brauche ich teilweise ein bisschen mehr oder weniger Informationen, aber das spielt insgesamt keine Rolle. Es ist wichtig, wenn man so ein geometrisches Objekt mit dieser Menge an Zahlen identifizieren kann, dann ist die Zuordnung relativ leicht und der Übergang von einem Garten zu einem anderen Objekt ergibt sich letzten Endes durch den Parameterrange oder durch irgendwelche bei Flächen Hüllkurven, die die Fläche einfach einschränken.